Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Angelfreunde, zu einer neuen Folge Hauptstadtangler TV. Ich und meine zwei besten Amigos haben uns mal überlegt, ein neues Gewässer auszuprobieren, was nicht so ganz in der City ist, sondern ein bisschen weiter draußen. Und ich muss sagen, wir sitzen jetzt schon 2 Tage hier und haben richtig fett abgeräumt. Aber das zeigen wir euch auf jeden Fall noch alles später. Kommen wir erstmal zum Gewässer. Das Gewässer ist wirklich flach. Die tiefsten Stellen sind hier gerade mal 3 Meter tief. Die flachsten Stellen so ca. 50 cm. Wir angeln ziemlich weit vor der Schilfkante, ca. 5 Meter davor, in 80 cm Wassertiefe. Der See hat ca. eine Größe von 14 bis 15 Hektar. Wir haben dann halt schon am Abend, wo das Wasser ein bisschen ruhiger geworden ist, haben wir schon richtig viele Karpfen am Schilf gesehen. Also wir haben schon gesehen, wo die fressen, wo die rumspringen, wo die Action machen. Also war richtig geil. Ich bin dann da kurz mal mit dem Boot hingefahren, habe gesehen, dass die Stellen wirklich nur 50 cm flach sind da. Auf jeden Fall hat es auch nicht lange gedauert und wir haben schon den ersten One bekommen. Der erste Fisch hatte gleich mal 15 Kilo, ein wunderschöner Schuppi, richtig lang gezogen, richtig geiles Ding. Und ich war erstmal richtig happy, weil ich erstmal dachte, Ostwind, neues Gewässer und alles drum und dran, ja, wir werden bestimmt nicht so viel fangen. Also wie es so immer ist, bevor man angefängt, man macht sich einen übelsten Kopf. Na, auf jeden Fall, nachdem wir den ersten schönen Fisch gelandet haben, konnte mein Bruder erstmal den ersten schönen 26 Finder fangen. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Und in der zweiten Nacht konnte ich ja dann gleich meinen Traumfisch fangen. 22,8 Kilo. Überhappy. Also da war die Session für mich auf jeden Fall schon mal gerettet. Und ich habe zufrieden auf meiner Liege gelegen und habe abgewartet. Die nächste Nacht bricht jetzt bald an. Und bis jetzt sind wir bei 14 Fische. Wir haben Fische gefangen im Schnitt von 9 bis 22,8 Kilo. Auf jeden Fall haben wir nur auf beste Köder geachtet. Ich und mein Bruder haben natürlich noch vorher schön Boilies gerollt. Wir haben 20 Kilo Mix verarbeitet, haben ca. 30 Kilo rausbekommen und haben uns einfach mal 20 Kilo für 4 Tage mitgenommen. Der Banane Liver Boilie, der hat eine leicht rote Färbung, wäscht sich auch super schnell aus. Der Erdbeer Dream ist ein brauner Boilie, auch mit ganzen Hanfstücken drin und der ist wirklich richtig geil, der Boilie. 2 Jahre in der Testphase und richtig schöne Fische schon mitgefangen. Bei den Zutaten haben wir auch wirklich schon auf feinstes Birdfood geachtet, feinstes Fischmehl. Der Fischmehlanteil ist schon ein bisschen höher, ca. 20%, aber mehr will ich jetzt noch nicht wirklich verraten. Als Vorfachmaterial nutzen wir das Cypress Leader Braid in 16,7 Kilo, richtig gutes Material. Hat sich hier auf jeden Fall aufgewiesen, bei dem ganzen Holz. Als Haken haben wir hier die Korda Curve Chank verwendet, in Größe 6. Haben sich natürlich auch richtig bewiesen, richtig gute Dinger, schön scharf. Nur müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, den Hakenschutz abzumachen, bevor ihr die Rute ablegt. Da ist meinem großen Bruder ein kleines Missgeschick passiert, auf jeden Fall. Auf jeden Fall richtig geiles Zeug, kann ich nur empfehlen. Richtig schön scharf und die haken den Fisch gut. Bei den Hakenködern setzen wir auch auf richtig gute Qualität von Imperial Bites, Half and Half Boilies. Das ist halb sinkend, halb Pop-Up. Und als Pop-Up verwenden wir einfach mal richtig geile Mainline. Um den Hakenköder richtig gut zu präsentieren und den richtig attraktiv für den Karpfen zu machen, verwenden wir auch noch verschiedene Powders. Hier zum Beispiel das Elite Strawberry von Imperial Bites. Ist auch richtig geiles Zeug. Hat sich auch richtig bewiesen, also das hält richtig geil im Haken. Was auch richtig geil ist, Leute, ist dieses Warm-Up-Puder. Damit habe ich wirklich schon richtig viele Fische landen können. Und ist aus meinem Köderbereich nicht mehr wegzudenken. Vorhin erst rausgebracht wieder. Schön angefüttert mit unseren Selfmade-Boilies. Und ganz viel Liebe, schön extra ein bisschen die Murmeln ein bisschen klein gemacht, ein paar. Und ja, den Köder richtig geil präsentiert, half and half. Hälfte sinkend, Hälfte natürlich aufgepoppt und nochmal schön ein bisschen mit so einem Aminopulver gedippt und dann richtig geil präsentiert. Vorhin, als die Sonne noch geschienen hat, konnte ich noch richtig schön sehen, wie ich den Köder abgelegt habe und wie ich gefüttert habe. Oh, der will nochmal kurz weg. Ja. Leider ist die tolle Zeit am Wasser schon vorbei. Aber mit diesen schönen Karpfen verabschieden wir uns von euch.
Wir sind mehr als glücklich, euch so viele tolle und große Karpfen präsentieren zu dürfen. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Abo sehr freuen. Wir wünschen euch viel Spaß und Erfolg am Wasser. Bis bald, euer Hauptstadtangler-Team.